Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben uns hier zum Gottesdienst eingefunden. Sie online sind ebenfalls mit dabei. Wir sind versammelt, auch wenn gerade physische Nähe in diesen Tagen nicht möglich ist, so sind wir doch im Gebet miteinander verbunden. Verbunden auch durch unseren Gott, der mit uns auch auf dem Wege ist, in diesen 40 Tagen der Vorbereitung auf das Osterfest. Wir dürfen uns von diesem Gott immer wieder neu einladen lassen, auf ihn zu hören, ihn zu empfangen in seinem Wort und in seinem Sakrament. Am Beginn dieser heiligen Feier lasst uns ihm nun unser Herz öffnen und ihn um sein Erbarmen bitten und um die Vergebung unserer Schuld. Ich bekenne, Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten Generation, bei denen, die mich hassen. Doch ich erweise Tausenden meine Huld bei denen, die mich lieben und meine Gebote bewahren. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren.
Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am 7. Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren. Nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem 1. Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Wort des lebendigen Gottes. Christus, König und Erlöser. Christus, König und Erlöser. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Das Pascha-Fest der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um, und zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm: Welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reiß diesen Tempel nieder, und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Pascha-Fest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ja, da geht es ordentlich zur Sache im Evangelium, liebe Schwestern und Brüder. Die sogenannte Tempelreinigung. Ja, ein Evangelium, das es wirklich in sich hat, weil es uns einen Jesus zeigt, gerade an dieser Stelle, der uns, wenn wir so das Gesamtpaket uns anschauen, ja, doch uns ein wenig fremd scheint, beziehungsweise uns immer wieder aufs Neue herausfordert. Ist es nicht derselbe Jesus, der auch sagt, liebt eure Feinde? Der sagt, wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, halte ihm auch die andere hin? Und dann so etwas. Nicht gerade, wie soll man sagen, nicht gerade vorbildhaft. Denn Gewalt, gerade auch im Namen Gottes, so wie das hier rüberkommt, damit haben wir ja seit vielen Jahren schon zu tun, durch Terroristenanschläge der letzten Jahre, der letzten 2 Jahrzehnte besonders. Abschreckende Beispiele von Religion, will man meinen. Nicht nur will man meinen, sondern so ist es auch. Nein, liebe Schwestern und Brüder, eine Legitimation von Gewalt im Namen der Religion, das soll es nicht sein. Gerade eben auch, weil wir das Gesamtpaket kennen, eben den Jesus, der uns auch dazu aufruft, unsere Feinde zu lieben, der ja selbst auch für seine Feinde, für diejenigen, die ihm Übles wollen und wollten, gebetet hat. Das hören wir in den Passionsberichten. Selbst am Kreuz betet er für sie, wehrt sich nicht, wird nicht gewalttätig. Aber gerade hier an dieser Stelle wird es dann doch so irritierend. Und was ist es, was uns Jesus damit sagen will, wenn man so sagen möchte, was ist die Moral der Geschichte? Wir müssen tiefer graben, wir müssen tiefer hineinschauen. Und da kommt das nochmal zum Zuge, was wir in der ersten Lesung gehört haben. Da hörten wir auch von einem Gott, der, wie er selbst über sich sagt, ein eifersüchtiger Gott ist. Ein Gott, der uns ganz und gar will, der eifersüchtig ist. Und wenn wir auch das Wort Eifersucht und eifersüchtig uns auf der Zunge zergehen lassen, auch nicht gerade etwas darstellt, etwas sagen will,
was wir vielleicht mit etwas Positivem konnotieren. Wenn wir Eifersucht schon mal in unserem Leben erlebt haben, sei es bei Menschen, bei unseren Mitmenschen, sei es bei uns selbst, dann wissen wir, Eifersucht, das ist nichts Positives, das ist nichts Schönes, das ist etwas, was auch krank machen kann, das ist etwas, was zerstörerische Wirkung hat, was das Gegenteil bewirkt, was es eigentlich will. Als Student bin ich aber mit einer ganz anderen Bedeutung dieses Wortes konfrontiert worden, das hinter dem Wort eifersüchtig steckt, nämlich das hebräische Wort kana, Elkana, der, wie wir in unseren Übersetzungen hören, der eifersüchtige Gott, kann auch anders übersetzt werden, nämlich der leidenschaftliche Gott. Ich bin ein leidenschaftlicher Gott, einer, der für euch brennt, einer, der um euch wirbt. Und wenn wir uns die Geschichten des Alten Testamentes anschauen, bis hinein in das Neue, die gesamte Heilige Schrift im Grunde zeugt von einem Gott, der immer wieder aufs Neue um uns ringt, um uns Menschen ringt, dem der Bund, den er mit uns eingegangen ist, nicht egal ist, der immer wieder aufs Neue auf uns zugeht. Gerade auch dann, wenn die Gefahr droht, dass die Menschen sich immer mehr von ihm abkehren, dann wird er leidenschaftlich, dann ringt er um den Menschen, dann sendet er ihnen seine Propheten und ruft sie zur Umkehr. Und gerade in seinem Sohn Jesus wird uns ein Gott nahegebracht, der uns nahe kommt, mit Haut und Haar, buchstäblich, der so sehr in seiner Leidenschaft aufgeht, dass er unser Leben teilt, in allen Facetten, bis in die Wut hinein, wie uns dieses Evangelium ja auch sagt. Aber wenn wir das bedenken und auf dieses Evangelium schauen, dann wird nochmal deutlich, dass Jesus hier nicht nur von blinder, zerstörerischer Wut getrieben ist, sondern für eine Leidenschaft, die nicht am Oberflächlichen kleben bleibt, beim Zerstörerischen im Grunde, sondern die den Weg frei machen möchte zu diesem Gott hin. Wenn wir dieses Evangelium von dieser Seite her betrachten, dann wird nochmal deutlich, was Jesus eigentlich intendiert mit dieser Tat. Der Opferkult, von dem wir hier hören, der gerade auch verdeutlicht wird eben durch das Treiben der Händler und derer, die zum Tempel gehen, er verdeutlicht uns nochmal, dass die Verehrung Gottes, gerade auch durch Opfer, die käuflich sind, die zu erwerben sind, die streng reglementiert sind, auch ganz schnell ins Oberflächliche abdriften kann. Da wird das Ganze eben nur noch zu einem Handel. Ja, ich muss jetzt eben so und so viel opfern, dann ist schon alles gut. Dann habe ich schon alles geklärt und geregelt. Aber so funktioniert eine Beziehung nicht. Und gerade das ist es, worum es auch geht. Gerade das ist es, worum es uns ja auch im Tiefsten um unseren Glauben geht. Glaube ist Beziehungssache. Das Christentum, auch das Judentum, ist keine Religion, die wie eine Philosophie funktioniert. Ein reines Gedankensystem, Denksystem. Sondern es meint Beziehung. Beziehung, die den ganzen Menschen fordert, mit Haut und Haar. Eine Beziehung also zu einem Gott, der uns in Liebe begegnet. Und Liebe, wenn sie zum Handel wird, ist im Grunde tot. Eine Beziehung, die nur noch darauf ausgerichtet ist, dass man bestimmte Dinge tut, damit alles irgendwie im Rahmen und in den Grenzen ist, die man sich so gesteckt hat, ist keine Beziehung mehr. Und wenn Jesus diese Tat hier vollzieht, von der wir im Evangelium gehört haben, die uns so verstört, dann wird nochmal deutlich, dass er selbst aus dieser Leidenschaft heraus will, dass wir wieder zu diesem Gott finden, dass wir im Grunde freigemacht werden von diesem Handel, hin zu diesem Gott. Weg mit dem, was unseren Glauben niederdrückt, ihn tötet, ihm die Kraft und die Leidenschaft nimmt. Mit Blick auf jede Fastenzeit, in die wir eintreten, besonders aber immer die konkrete, hier und jetzt,
ist im Grunde die Einladung gegeben. Und nicht nur die Einladung, sondern im Grunde das großartige Geschenk, zu diesem Gott zurückzufinden, der uns in Leidenschaft begegnet. Hinzufinden zu einer Leidenschaft für diesen Gott. Wir können uns selbst die Frage stellen, was gibt es in uns, in unseren Herzen und in unseren Denken, was uns zu diesem Gott hindert? Was verhindert, dass wir zu diesem Gott in Beziehung treten? Was ist es, was wir schon längst mit uns abgemacht haben, was aber viel mehr nach einem Handel aussieht? Da kann es einiges geben. Selbst jene, die sagen, ich bete doch täglich, können sich die Frage stellen, was bedeutet mir das Gebet eigentlich? Ist es nur ein Ableisten? Sei es das Vaterunser am Abend, Hauptsache ich habe das Vaterunser am Abend gebetet und dann ist gut. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nicht gegen ein Vaterunser am Abend hier wettern, um Gottes Willen. Und ich will auch nicht gegen eine gute, gelebte Gebetspraxis jetzt hier was sagen. Die Frage ist immer nur, wie lebendig ist meine Praxis, also mein Umgang mit diesem Gott? Wie sehr ist das, was ich lebe, was ich tue, wie ich denke, von ihm her durchdrungen und mit ihm vor allen Dingen auch in Beziehung geraten? Wohin ist meine Beziehung mit Gott geraten? Und vielleicht kann es helfen, in dieser Fastenzeit einmal ganz kräftig aufzuräumen, um eben dieser Leidenschaft wieder mehr Raum zu geben, um eben der Liebe wieder mehr Raum zu geben, damit diese Beziehung zu Gott wieder zu neuem Leben findet und unser Leben nochmal neu prägt, neu verwandelt, neu erfüllt. Liebe Schwestern und Brüder, herzliche Einladung dazu. Ich nehme mich da natürlich auch mit hinein, auch für uns Priester und für alle, die auf dem Weg des Glaubens sind. Es ist immer wieder gut, sich die Frage zu stellen, wo stehen wir eigentlich und wie ist es um unseren Glauben bestellt? Ist er so ehrlich, wie wir es meinen, oder brauchen wir vielleicht doch nochmal eine Kurskorrektur darin? Möge sein Wort uns verwandeln, möge sein Heiliger Geist uns erfüllen und wegspülen und wegdrängen, was uns zu ihm hin hindert, damit wir zu neuem Leben finden, zu einer neuen Beziehung, zu einer neuen Leidenschaft für und mit Gott. Amen. Bekennen wir nun gemeinsam, voreinander und vor Gott unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So lasst uns nun Fürbitte halten in den Anliegen von Kirche und Welt. Erfülle die Gläubigen mit tiefem Glauben und der Liebe, die zum Dienst an den Nächsten bereit ist.
Herr, unser Gott, erhöre uns. Herr, unser Gott, erhöre uns. Bewahre die Angehörigen der Religion vor Fanatismus und der Versuchung, Gewalt anzuwenden. Herr, unser Gott, erhöre uns. Herr, unser Gott, erhöre uns. Bestärke die Mitarbeiter von Handel und Finanzwesen im Willen zur Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit. Herr, unser Gott, erhöre uns. Herr, unser Gott, erhöre uns. Schütze alle, die unbequeme Fragen stellen, vor Verleumdung und Verfolgung. Herr, unser Gott, erhöre uns. Herr, unser Gott, erhöre uns. Ich lade Sie nun ein, in einem Moment der Stille Ihre ganz persönlichen Anliegen und Bitten vor Gott zu tragen. Alles, was Sie gerade bewegt in dieser Stunde und all jene Menschen, die zu Ihnen gehören. Bringen wir sie nun vor Gottes Angesicht im stillen Gebet. Herr, erhöre unsere Bitten und lass unser Rufen zu dir kommen. Darum bitten wir dich im Heiligen Geist durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns zum Brot des Lebens werde. Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns zum Kelch des Heiles werde.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, befreie uns durch dieses Opfer von unseren Sünden und schenke uns die Kraft, auch den Schwestern und Brüdern zu vergeben, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich in dieser Zeit der Buße durch Entsagung zu ehren. Die Entsagung mindert in uns die Selbstsucht und öffnet unser Herz für die Armen. Denn deine Barmherzigkeit drängt uns, das Brot mit ihnen zu teilen, in der Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärk uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Franz Josef und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch all deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Dich bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Herr und Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt und uns in dieser Speise ein Unterpfand dessen gegeben, was unseren Augen noch verborgen ist. Lass in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Sakrament empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne euch und mache euch bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tode entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit. Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung, gebe er Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. Das gewähre euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der gütige und euch liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.